Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich zeige euch heute, wie man so schöne Dekokugeln machen kann. Das ist wirklich ganz einfach und die kann man in allen möglichen Farben machen. Man kann die entweder so auf den Tisch legen oder auch aufhängen, wie man eben möchte. Wenn ihr die nachmachen möchtet, dann bleibt jetzt einfach dran. Ihr braucht Bastelleim. Das ist ganz normaler Bastelleim, weiß, lösungsmittelfrei. Klebt Papier, Holz, Bast, Kork, Leder, Filz, Stoff, Pappe und so weiter. Dann braucht ihr Wasser, einen Becher, wo man Wasser und Leim zusammenmischen kann. Und da habe ich noch so ein Stückchen von so einer Wäscheklammer, um das Ganze umzurühren. Also einfach irgendwas Altes, womit man was umrühren kann. Außerdem Luftballons und Wasserbomben. Entweder eben Wasserbomben, wenn ihr etwas kleinere Kugeln machen möchtet, oder Luftballons, wenn ihr größere Kugeln machen möchtet. Dann fehlt euch noch Wolle, entweder einfarbig oder auch in verschiedenen Farben, wie ihr das eben gestalten möchtet. Und unten drunter, da habe ich schon mal ein großes Blatt gelegt, also irgendeine Unterlage, weil das klebt ganz schön. Also ihr solltet auf jeden Fall was drunter legen, alte Zeitung oder irgendwas anderes, was ihr dann eben nicht mehr braucht. Als erstes gebe ich Leim in meinen Becher. Da gebt ruhig eine ordentliche große Portion rein. Also je nachdem, wie viele Kugeln ihr auch gestalten möchtet, aber das kann ruhig schon mal eine halbe Flasche Leim werden. So, ich habe jetzt also jede Menge Leim hier reingemacht. Und dazu gebe ich jetzt ein bisschen Wasser. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, zwei Teile Leim, ein Teil Wasser. Das Ganze gut verrühren. Das Ganze sollte jetzt eine relativ flüssige Konsistenz haben. Als nächstes solltet ihr eure Luftballons aufpumpen oder die Wasserbomben. Und ich pumpe die jetzt nicht zu groß auf, damit das Ganze nicht so eine Birnenform bekommt, sondern relativ rund noch ist. Also wenn man nicht zu viel Luft reinpustet, dann bleibt der Luftballon in einer recht runden Form. So, ich habe jetzt eine große Kugel und eine kleine Kugel und dann kann es losgehen. Ich lege eine Kugel erstmal an die Seite und starte mit meinem großen Luftballon. Jetzt brauche ich den Faden. Ich habe mich ja für rot entschieden und da wickle ich erstmal ein ganz langes Stück ab. Diesen Faden, den tränke ich jetzt hier in meinem Leim, also einmal da komplett eintauchen. Und einmal durchrühren, bis der komplett mit Leim bedeckt ist. Dann hole ich den wieder raus und drücke den so ein bisschen leicht hier an der Seite aus. Ein bisschen an die Seite quetschen. So. Jetzt hat man ein bisschen das Problem, dass sich der natürlich auch leicht verheddert. Deswegen schneide ich mir nicht einen zu langen Faden ab. Und wenn ich einen Anfang gefunden habe, dann fange ich an, den kreuz und quer über meinen Luftballon zu wickeln. Immer mal wieder entheddern zwischendrin und ich wickel weiter. So, wenn der Faden einmal rum ist, dann nehme ich mir einfach wieder einen neuen Faden, wickel da wieder ein ganzes Stückchen ab und tränke den wieder in meinem Leim. So geht das jetzt immer weiter, bis der Luftballon einmal komplett umwickelt ist. Ich habe jetzt meinen Luftballon kreuz und quer umwickelt. Man kann natürlich auch noch ein bisschen mehr drum wickeln, wenn man möchte, aber ich glaube, jetzt ist hier jede Stelle irgendwie ein bisschen bedeckt. So werde ich das Ganze jetzt trocknen lassen, mehrere Stunden, am besten gleich mehrere Tage. Und wenn das ganz trocken ist, dann kann man den Luftballon zerstechen. Zum Trocknen hängt man den Luftballon am besten irgendwo freischwebend auf. Dafür kann man einfach hier oben ein Loch durchpieksen, durch die Öffnung vom Luftballon und zum Beispiel ein Holzstäbchen durchstecken und das irgendwo drüber legen, damit der so frei schwebt. Mit meiner Wasserbombe mache ich jetzt das Gleiche. Das geht nur etwas schneller, weil man die ja viel schneller umwickeln kann. So, und den lasse ich jetzt auch trocknen.
ich habe die Luftballons jetzt über Nacht trocknen lassen, also die Fäden trocknen lassen. Und ja, das fühlt sich jetzt auf jeden Fall trocken an, knistert so ein bisschen. Und jetzt muss ich nur noch die Luftballons da zerquetschen, zerfietzen. Ich versuche das mal ganz vorsichtig. Oh, das hat ja sehr gut funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den Rest hier rausholen. Und dann habe ich meine Dekokugel. Hier hängt noch so ein Faden, der ist nicht so richtig fest. Aber man kann das zur Not hier auch noch mal mit einem kleinen Band hier festbinden. Jetzt mache ich das hier bei dem Kleinen noch. Das ging noch besser. Und man sieht auch jetzt hier, die kleine Kugel ist etwas stabiler, weil die eben kleiner ist und das konnte man ein bisschen dichter auch drum wickeln. Hier, die sieht so etwas lockerer aus. Aber ich finde in der Kombination echt schick, die beiden, kann ich mir schön vorstellen, dass man die so auf der Fensterbank oder auf dem Tisch dekoriert. Vielleicht noch mit so ein bisschen was, so kleinen Blümchen zusätzlich, die man da dran streut. Ich freue mich auf jeden Fall schon damit, was zu dekorieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, ob ihr das vielleicht nachmachen möchtet, ob ihr auch eine große und eine kleine Kugel machen würdet oder vielleicht ganz viele kleine. Ich habe auch schon mal beim Kanal Spiel mit mir Kinderspielzeug so eine Lichterkette gemacht, wo alles so kleine Kugeln dran waren. Das war so ein Bastelset von SES Creative. Vielleicht wollt ihr auch einfach nochmal in das Video schauen. Das kann man ja auch so nachmachen ohne dieses Bastelset. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Und sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!